Aber ich beschwere mich da jetzt nicht. So, denn ich habe jetzt auch, sagen wir mal so, in letzter Zeit ein bisschen verstanden, wie schwer eigentlich Spielentwicklung ist. Also richtig verstanden. Weil, naja, sagen wir mal so, ich habe ein Spiel versucht zu entwickeln und vergessen bei Unreal Engine hier auf diese Speicherdings da zu drücken, sodass 2 Stunden Arbeit einfach weg waren. Okay, das war unser Zuhause mal. Dann ein. Oh, Vater! Ja, mein altes Zuhause, niedergebrannt. Ich habe einige angenehme Erinnerungen an diesen Ort. Beispielsweise daran, wie ich mit meinem Dreirad durch die Korridore gefahren bin. Ich finde, das ist nicht angenehm gewesen. Ich bin mir sicher, dass irgendwo unter all dem Schutt etwas Nützliches verborgen liegt. Jede Wette, die Schlüpper sind immer noch irgendwo hier versteckt, mit denen wir durch die Korridore gerannt sind. Jo, hier haben wir ein Teufel. Hier haben wir ein Teufelchen. Was haben wir da? Ein Buch, in dem Latein ins Deutsche übersetzt wird. Ich habe darin folgende Worte gefunden: Novit enim dominus. Sie lassen sich etwa mit "Der Herr wird" übersetzen. Das interessiert mich gerade nicht. Ja, gut. Ich habe einen Teil eines lateinischen Satzes in einem verbrannten Buch gefunden. Die Worte waren "Novit enim dominus", "Der Herr wird". Okay, gibt's hier sonst noch irgendwie was? Da gab's noch einen Weg. Vor allem ist es immer gut, wenn Kinder in so abgebrannten Ruinen spielen. Ich als Kind habe sowas nie gemacht. Nein, also ich war immer artig. Remember to make a wish, honey. That's my happy birthday, son. Man, no offense. Ah, hier war das Speisezimmer. So, können wir darüber? Ich dachte, da kommt wieder so eine Szene. Okay. Ne, wir sind nur gerespawnt. Hier haben wir den alten Garten. Ah, wir können hier hin. Alles ist niedergebrannt. Wie?
Ja, das kennen wir auch noch. Der mit seinen Pullermats da. Da ist ein Teufelchen oben drauf. Missing Translation. Und der ist hier auch am Pullern. So, hier müsste jetzt auch eine Szene kommen, oder? Nee. Da oben war mein Zimmer. Kann das sein? Kann das sein, dass mein Zimmer noch heile ist? Einigermaßen meine ich ja. Gibt es da einen Weg hin? Ich finde das irgendwie interessant, das hier nochmal zu sehen. Da ist noch ein Teufelchen. Okay, ist zu weit weg. Aber gehen wir hier mal raus, oder? Ja, gehen wir raus. Wir haben hier genug durchsucht. Vor allem, was war hier vorne vor dem Hof? Was ist das, was hier niedergebrannt ist? Von so ein Dorf oder so eine kleine Siedlung direkt an so einem riesen See, das ist eigentlich, finde ich, richtig geil. Ich würde auch gerne an einem See wohnen. Dann immer, wenn es. Alter, habe ich mich jetzt wegen der Krähe hier erschrocken. Aber immer wenn es richtig warm wird oder so, einfach mal runter zum See laufen. Überlebe ich den Sprung? Ich habe einen Teil. Ja, okay, das. Eine Führungsposition innehaben. Jack ist gegangen. Er will, dass wir nach einer Person suchen, zu der die Beschreibung passt. Soll ich ihm folgen? Ich bin hier wieder gelandet. Warum bin ich jetzt hier wieder gelandet? Ja, gut. So, was ist denn da vorne? Das Mason Motel. Friedhof, da haben wir einen Tunnel. Hier haben wir einen Tunnel. Von da kamen wir gerade vorhin runter. Da unten haben wir die Kirche. Schrottplatz, Gabriels Haus, fehlende Übersetzung. Hier haben wir die fehlende Übersetzung. Wollen wir dahin als nächstes gehen? Zur fehlenden Übersetzung? Ich glaube, wenn das hier auf YouTube kommt, ich werde die erste Folge dann fehlende Übersetzung nennen. Ich glaube, so wie die erste Folge, oder zumindest die zweite. Erste oder zweite Folge wird so heißen.
Das stimmt, Freddy. Wenigstens haben wir nichts vergessen zu übersetzen, was da steht, wenn die Übersetzung fehlt. Das ist wahr. Das haben die nicht vergessen zu übersetzen. Ey, das. Ich finde diesen Stream voll fehlende Übersetzung. Danke, Fali. Ey, das wird dafür. Ich hätte auch den Streamtitel. Ich glaube, dieses Spiel wird ein bisschen länger dauern. Hier Lucius 3. Wenn das länger dauert, so dass ich, wenn ich das heute nicht durchkriege, beim nächsten Mal werde ich den Streamtitel auch so nennen. Fehlende Übersetzung. Dieser Stream ist fehlende Übersetzung. So, aber wir. Fehlende Übersetzung. Ich will wissen, was da ist. Ich will dahin. Dass wir jetzt da abbiegen. Warte mal. Oil filter sale. Fixed car is a happy car. Gas, car repair, tires, oil, batteries. Suchen wir mal die fehlende Übersetzung. Na, könnt ihr euch wirklich so denken? Die erste oder zweite Folge, wenn ich das auf YouTube packe, wird wirklich so heißen. Warte mal. Haus der Morgens. Daddy's angry again. Derek threw away his drink. You better run, son. Nobody touches my booze. If I ever see you doing that again, I'll beat the shit out of you. It's gonna be a long appointment to the doctor, boy. He probably went to a secret hideout. I wish Mommy would come home soon. Oh, what the hell are you crying about? It looks like we have to put you on another timeout in the backyard. Get your ass over there. No, Daddy. No, not the backyard. Ich glaube, wir sind uns einig, dass er der Erste ist, den wir töten werden, oder? Muss ich die Herzen sammeln? Missing translation. I see all the sins from a mile away. Always wrong. Seems that he could be violent towards his kids. Especially if someone touches his booze. Samantha Morgan? Derek Morgan? Derek Morgan, was für ein gemeines Kind du bist. Bruder von Samantha Morgan. Ich habe ihn beim Grillabend getroffen. Ein sehr grausamer Junge. Auf seltsame Art mag ich ihn fast. Er hat den Alkohol seines Vaters weggeworfen und ist abgehauen. Das scheint eine Angewohnheit zu sein. Er sucht wohl nach Aufmerksamkeit. Samantha hat was von einem Geheimversteck gesagt. Vielleicht ein Baumhaus? Samantha? Missing Translation, ja, perfekt. Fehlende Übersetzung, ich mag das irgendwie. Es hat was. I was talking to her outside of her house, but her father dragged her away. I think she might now be at the backyard. I wonder if I can somehow let her out of there. Schwester von Derek Morgan, die beiden haben nichts gemeinsam, sie scheint eigentlich ganz nett zu sein. Also, ich bin der Überzeugung, er ist der Erste, der draufgehen wird. Oder muss. Aber ich wollte jetzt eigentlich wissen, was die fehlende Übersetzung da hinten ist. Außer morgens. Er wird definitiv der Erste sein, um den wir uns kümmern, der drauf geht. Aber wir suchen Reiter der Apokalypse.
Was ist jetzt da unten eigentlich? Was ist die fehlende Übersetzung? Ich glaube, das hier. Jackson's Ledge. Das ist die fehlende Übersetzung. Eine Aussichtsplattform. An den, der die Verantwortung trägt. Vor ein paar Tagen hat sich mein Sohn Derek die Hand verletzt, als er den Drahtzaun in der Nähe der Straße berührt hat. Ich wünschte, jemand würde diese Bereiche reparieren und den Draht mit etwas dauerhafterem und weniger gefährlichen ersetzen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem Unfall kommt. Nancy Morgan. Von der Mutter war das jetzt. Oh, ein Teufelchen. Also das ist die fehlende Übersetzung. Eine Aussichtsplattform einfach nur. Damit kann ich nicht viel anfangen. Etwas gedrehter Stacheldraht. Mit dem richtigen Werkzeug könnte ich ihn durchschneiden. Ich habe kein Werkzeug. Wir haben aber schon 8 von diesen Wackelkopffiguren. Teufelchen. Da hinten ist die Kirche, die wir noch. Das übersetze ich mir. Ja. Die Kirche will ich auch noch brennen sehen. Oder was noch geiler wäre, wenn wir die Möglichkeit hätten, den einen Pfarrer, Priester oder Pater oder wie auch immer man den jetzt nennt, wenn wir ihn bekehren, dass er auch ein Teufelsanbeter wird oder einer der meiner Reiter der Apokalypse. Einer meiner 4 Reiter. Das würde ich feiern, wenn das auch möglich wäre. Wo rennen wir gerade eigentlich genau hin? Also Schrottplatz, Gabriels Haus, Laden, Polizei, Imbiss, Schule, Tankstelle. MacGuffin ist in diese Richtung gegangen. Wahrscheinlich ist er zum Rathaus gelaufen. Führungsperson brauchen wir. Wer könnte alles eine Führungsperson sein? Im Rathaus der Bürgermeister. Haus von Richter Jackson, der Richter. Könnte er eine Führungsperson sein? Bei der Polizei auf jeden Fall könnte eine Führungsperson sein. Rathaus oder Polizeiwache? Oder warte mal, Schule, der Direktor. Schule könnte auch sein. Der Direktor von der Schule könnte auch eine Führungsperson sein. Hafen, Kirche. Was gibt es noch für Führungspersonen? Im Laden der Manager, glaube ich. Aber ich glaube, das ist so ein. So ein kleiner Laden, so wo jemand einfach sich selbstständig gemacht hat. Der Schrottplatz hier findet sich hauptsächlich Schrott. Ich schätze, dass C4 hier lebt. Das könnte ein guter Ort sein, um mit ein paar Gegenständen zu handeln. Keep out. Quit stealing from me. Not quite. Wird das eigentlich quit oder quiet ausgesprochen?
ein Teufelchen. Oh, hi. I'm drawing leopards. It's my favorite animal. What's your favorite animal? Also, er war das, der. I bet it's the liger. Or maybe it's the zebroid. Was? Once my secret project is done, no one will ever doubt their existence. I still need some stuff for it. If you see any stuff that you don't need, bring it to me. It could be useful for my secret project. For instance, here, I need a certain type of processor. That is very hard to come by. They use the new Magna Journey Entertainment System. I'm not sure if anyone here has one. Maybe someone who's was für eine seltsame Person. Er war sehr an meiner Kamera interessiert. Er meinte, dass er etwas Geheimes baut. Ich bin schon neugierig. I found him again from the nearby junkyard. It looks like he might be living here. It's hard to say. Maybe I can find him something to trade. He said he needs a processor from a Magna Journey. Okay, von ihm kriege ich auf jeden Fall. Alter, der sieht sehr gruselig aus. So. Kann ich auch. Bisschen. Der ist ein Creep. Hier doch ein Teufelchen. Ich vermisse diese Lache von dem Teufelchen aus dem zweiten Teil. Aber ich würde sagen, ich mache mal gleich weiter. Ich würde mir dann noch mal eben was zu trinken fertig machen. Eventuell noch ein bisschen was essen. Ich habe ein bisschen Hunger. So, würde ein bisschen länger dauern. So, ihr könnt dann auch eben kurz was essen, auf Toilette gehen, so euch was zu trinken holen. Ich wäre dann gleich auch wieder da. Ich habe mir jetzt nichts zu essen gemacht. Ich habe nur eben schnell was zu trinken gemacht. Hat ein bisschen länger gedauert, glaube ich. So, ein bisschen mehr als 5 Minuten. Ich glaube, ich brauche wirklich einen neuen Ding hier für die, also einen längeren Pausenscreen oder sowas. So, aber, naja. Wäre jetzt was zu essen zu machen, ein bisschen zu viel des Guten, glaube ich. Wenn ich jetzt anfangen würde, noch irgendwie mir was zu kochen oder so. Ich könnte einen Kochen-Stream machen, aber ich glaube, dafür sind wir nicht hier. Vielleicht irgendwann mache ich mal eins, wenn ich eine bessere Küche hätte. So, wir wollten jetzt aber hier zur Polizeiwache bzw. zum Rathaus. Und da irgendwie was... Wir brauchen eine Führungsperson auf jeden Fall. Irgendwie fehlt mir jetzt hier die Musik. So, das ist das Gabriels Haus. Mit dem möchte ich jetzt noch nichts zu tun haben. Ich glaube, er ist unser Antagonist in dem Teil. Obwohl, Gabriel war ja von den Erzengeln derjenige, der quasi nach Lucifer gefallen ist, oder? War doch so. Der zweitjüngste von denen? Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus in der Lore. Der biblischen Lore kenne ich mich nicht so wirklich aus, aber ich glaube, das war so, oder? Ihr dürft mir auch gerne korrigieren, wenn ich da falsch liege. So.
So, hier haben wir die Polizeiwache. Ach, hier ist er. Hier ist er doch. That's strange. The reception's totally empty. What can I say about this place? Most of the time only Lieutenant Kimble and Jack hang around here. There's certainly some interesting exploring one could do here. Die Polizeiwache. Ah, das mit der Übersetzung finde ich herrlich. So, hier haben wir das Badezimmer, das Klo. Kann ich hier mit ihm irgendwas machen? Da fällt mir gerade auf, wir haben hier keine Lebensanzeige. Kann ich damit was machen, da oben? Ne. Da ist ein Teufelchen. Ich hab... Okay, mehr gibt es hier unten jetzt, glaube ich, nichts. Ich renne mal nach oben. Vielleicht zeigt uns Jack hier sein Büro. This is crazy. Okay, das wäre mir unangenehm, so hier, dass man mir beim Scheißen zusehen könnte. Haben die hier keine Schamwand oder sowas für die Toilette? Jack, ist das dein Büro? Okay, damals gab es noch keine Computer. Kimbles Office Door, starren. Sir, are you there? Detective, speak of the devil. And Lucius, how lovely. What are you doing here? Don't worry, I haven't revealed your little secret. And who would even believe me? I'm actually hoping you might end up changing your plans. Jack, come on in. Ta-ta! Lieutenant? Good morning, Detective. I see you're still dragging the kid along. You planning on keeping it? I think he should join the classes so he doesn't fall behind. And I also think it would be good for him to stay with me for a while. Don't take this the wrong way, but you do know that keeping him around is not going to bring your son back. I know, I got this under control. Don't worry about it. Anyway, what was this guy doing here? And why is the desk downstairs empty? Oh, Gabriel. We were just talking about you and your situation. He's handling the case, and we're just all looking out for the kid here. The desk is empty because Kathy left. Like most people, she was affected quite a bit by the Wagner case. She couldn't stay anymore because of the memories that kept surfacing. Anything else? No, I'm good. Then go and do your job. We still have a lot of loose ends here,
and state troopers just notified that there's an APB on a girl that could be coming through here. I want you to check the motel for her. Her name is Paula Lambert. Tall, blonde, attractive. Stole $40,000 from her boss. I'll look into it. Come on, son. Okay, da ist ein Teufelchen. So. Das mit dieser fehlenden Übersetzung. Hello there, Lucius. Met him again at the police station. For some reason, he was hanging out in his office with Gabriel, the mysterious yellow-suited man that we almost hit with the bus. Lieutenant Kimmel wants Jack to follow up on some girl that could be passing by. Okay, Paul Lambert was her name. Here. Das ist die Asservatenkammer. Das könnte nützlich, da könnte etwas Nützliches drin sein. Ich muss wohl einen anderen Weg hineinfinden. Ich komme da nicht einfach so rein. Dauert wahrscheinlich ein bisschen. Okay, habe ich das aber richtig verstanden? Wir müssen jetzt zur Schule, oder wie? Oh, nö. Ah, okay, es ist so eine Art Open World. Also wir können wirklich auch die einzelnen Häuser richtig so betreten. Und da ist kein Ladebildschirm. So, was haben wir hier? Das Rathaus, oder? Der erste Reiter sollte eine Führungsposition innehaben. Ja, das kennen wir. Haus der Morgens. The Morgan family lives here. I think it's a farm or something. They hadn't really been taking care of it. Ist das Rathaus oder ist das die Schule? Ne, Schule ist weiter oben. Das ist ein Rathaus. Und da vorne ist der Laden. So, darf ich hier einfach rein? Nächstes. Yeah, I guess that's what I was thinking too. This could be the place we're looking for. Let's go and check it out. Ah, okay, hier müssen wir hin. Wegen der Hauptquest, okay. Looks like the mayor's going for your dad's old job. Well, Charles's old job. Well, it says he's going to be in Little Rock this evening. That's 30 miles away, and I hope we didn't miss him. Doesn't seem like there's anyone coming. Let's check out, see if the mayor's even here. When we go in there, I want you to keep an eye out for clues, all right? We're looking for a guy who fits the description of the first horseman. Now, this guy has to be the closest thing we have to a king around here. But I'm not sure how we're supposed to handle this whole bow and arrow thing. Okay, also wir müssen den Bürgermeister bekehren. So. The town hall is probably a good place to look for a leader of this place. Okay. Der Zeitplan des Rathauses. An der Anschlagtafel steht ein vertrauter Name. Für den 29. ist morgen gegen Wagner eingetragen. Wie es scheint, sind einige Stadtbewohner auf Schadensersatz aus. Da der Gerichtssaal? Ja, sieht aus wie der Gerichtssaal. Und
Hier wird alles dokumentiert. Was haben wir hier? Also startet der Bürgermeister heute am 28. Oktober seine Wahlkampftour und wird mindestens einen Monat lang fort sein. So, kann ich hier durch? Nein. Hier kann ich nicht durch. Das führt nach draußen. Hier kann ich nicht durch, okay. Ich kann nicht auf den Richterpuls stehen. Hello? Are we interrupting? Oh no, Dr. Green here was just leaving. Hello, Jack. Lucius. Yes. So, John, I'll be back later in the evening. Shall we say 6 o'clock? Yeah. Yeah, that's fine. See you then. Come on in, Jack. It's nice to see you again. Well, well. To what do I owe the pleasure of this visit? Well, I was still going through the case of Charles Wagner. Maybe bringing the kid here and talking about the case isn't such a good idea, Detective. Yeah. How inconsiderate of me. How are you? Everything okay? I'm good. I'm just trying to get to the bottom of this. Yes, I know. We all do. Charles was a good friend of mine and will be sorely missed. I just can't wrap my head around him doing anything like this. With all due respect, sir, I think aiming for his jaw right after he died is something a friend would probably not do. Someone has to continue the work he was doing. It's important for all of us, and quite frankly, I think you are stepping out of line here, Detective. Maybe I am. I'm sorry if I've offended you. I'll be getting out of your way now, sir. Is it okay if I leave the kid here for a second? I have some errands to do, and I think you'd find the whole building quite interesting. You don't have to watch him or anything. He'll find his way back to my apartment on his own. You sure about that, Detective? You can do that, right? Yeah, he's okay with it. Don't worry. Okay, fine. Just for a few minutes, then. Thank you, sir. Okay, muss ich jetzt das Büro hier durchsuchen? Serves you right. Cunt. Der Bürgermeister wollte eine ärztliche Untersuchung planen. Als Anführer trifft auf ihn die Beschreibung zu. Doch der erste Reiter hat auch einen Bogen. Ich frage mich, ob er so etwas in seinem Büro hat. Okay, kann sie nicht drehen, solange der Bürgermeister zusieht? Okay, hat er einen Bogen? Eine Trophäe für Bogenschießen. I hunt with the bow too. It's one of the most exhilarating things a man can do. You will learn that one day, son. We used to go hunting with your father back in the day. There's not a lot of things that give you that rush. A man is most at peace when he's one with nature, son. Eine Trophäe für Bogenschießen. Bogenschießen. Wie beim ersten Reiter. Also kann er mit einem Bogen umgehen. Das ist sicher ein Zeichen dafür, dass er der erste Reiter ist. Ja, er ist es. Ich muss sicher gehen, dass wir nicht gestört werden. Er hat heute Abend eine ärztliche Untersuchung, aber auf einem Poster in der Eingangshalle steht, dass seine Wahlkampagne heute beginnt. Ich muss ihm das Poster zeigen. What's the matter, son? Terminkalender geben. What's this? Oh, shit. I need to call him. Hi, Lewis. It's John.
Yeah, about the appointment we had today. Listen, I'm not going to be able to make it. Yeah. No, I'm not trying to avoid the full physical. It's just that I'm actually starting the campaign trail today. Yeah, I need to be in Little Rock by 6, so I can't really be doing a physical with you, can I? Yeah. No, I won't be able to do it for a while. I'll be gone for the whole month. We'll have to reschedule when I get back. Yeah, sorry about that. I'll let you know when I get back. Talk to you later. Bye. Thanks. I don't have to do that anymore. You're my own personal savior. What's the matter, son? Okay, ich sollte die Stadt nach einer Lösung durchsuchen und meine Augen und Ohren offen halten. Wenn du es erbaust, werden sie kommen. Das war's? Kann ich das jetzt umdrehen hier? Nee. Ich fühle mich nicht wohl in der Nähe von Kreuzen. So, wo führt das hier hin? Das ist eine Waage. Dieses Büro gehört Richter Jonathan Jackson. Ich glaube, dass die Beschreibung auf ihn passt, aber er ist nicht hier. Ich glaube, er wird auch noch Gabriel. Der hat hier ein Teufelchen. Ich glaube, Gabriel wird hier unser Antagonist sein. Also der Bürgermeister, ich vermute auch der Richter. Hier ist auch noch ein Teufelchen. Wie viele haben wir jetzt? 14. Ich frage mich, wie viele es gibt. 100 Stück wahrscheinlich. Warte mal, die Seite haben wir noch nicht richtig durchlaufen. Ist jetzt eigentlich die Aufgabe hier nur die 4 Reiter zusammenzupferchen oder müssten wir hier auch Leute umbringen? So, gehen wir mal in den Laden, der hier vorne ist. Winter Hill General Store. Move out of the way. I'm walking here. Watch it, kid. Where's the fire? A fire? That's all I need. A fire at my secret project headquarters. Der ist wirklich creepy. Did he actually pay for those? I feel bad for him. I give him food from time to time so he doesn't starve to death. As a mother, I would hope others would do the same to my son if he ever ends up like him. Hope to God not. You're too good for this world, Nancy. What can I do for you guys, Detective? Can you give me a pack of blue lights over there? Yeah, thanks. I'm just showing the kid around. I still have to work, of course, but we're just on a tour of the town here. Isn't he from here? Well, yeah, but you know how they were. I don't think the boy's ever been outside the mansion before. Oh, that's sad. Well, you're always welcome to visit us at the house, Lucius. I'm sure he's very grateful for your hospitality. So, kann ich mit ihr reden? Dieser Gegenstand interessiert ihn nicht. Ihn? Ihr? Nancy Morgan, die Frau von James Morgan. Sie arbeitet im öffentlichen Laden, örtlichen Laden. Ich habe sie schon öfter mit einem blauen Auge gesehen.
Ah, warte mal, das ist die Frau von dem komischen Typen, der seine Kinder da verprügelt. Den Typen müssen wir auf jeden Fall erledigen, ein paar Manieren beibringen. Please stand by, Fallout. Was haben wir hier? Ich finde es interessant, dass ich hier einfach rein darf, ohne irgendwie. Hier gibt es Schuhe. Hier gibt es wenigstens Lebensmittel. Okay. Flasche Ketchup, was nicht da oben ist. Sieht ganz schön leer aus eigentlich. Noch ein Teufelchen. Warte mal. Dieser Gegenstand interessiert ihr nicht, sie nicht. Gut, dann gehen wir. Oh Mann, ich dachte, ich hatte gehofft gehabt, dass das mit dem Bimmel ein bisschen länger wird oder mehr wird. So, nächstes Ziel, Tankstelle und Schule. Wie wir dahin gehen. Ich will hier einmal alles gesehen haben. Wo ist Schule? Ich weiß nicht, wir werden wahrscheinlich gezwungen, zur Schule zu gehen, oder? Okay, wofür ist das dieser Abschnitt hier? Welcome to Winter Hill. Warte mal. Das ist die Schule? Good morning, Detective. How can I help you? Hello, Mrs. Green. As you can see, I have this small guy here who's eager to continue his studies. I know he's used to being homeschooled, but unfortunately, that's not really an option anymore. I'm sure we can fit him in. It's not like the town's filled with kids. We'll be just fine, won't we, Lucius? Yeah, one more thing. He doesn't really speak much. Huh. Well, we have enough noise as it is. Some silence would do us all good. Sure. Is it okay if he looks around a little bit? Of course. I'll be here all day. I was thinking if we could start next week. Get him a chance to relax, you know, familiarize himself with the new house and all. Yes, of course. We actually have a Halloween vacation this year. We thought the kids would enjoy some free time to get their costumes ready. Well, that fits perfectly then. Thanks, Amanda. I'll see you later. I think we should first determine your progress before choosing a path for you. Was? Muss ich jetzt Mathe machen? Ich hoffe nicht. I've just met her at a barbecue. She seems nice enough. Sie ist mit Dr. Green verheiratet, arbeitet auch in der Stadt als Lehrerin an der Schule.
Sie ist eine Lehrerin an der Schule. Ist mit dem Doktor verheiratet. Im Moment ist nicht viel mit ihr anzufangen. Sie könnte später nützlich sein. Oh, hi there. Is there something I can help you with? Ich suche nur kleine Teufelchen. Hast du hier eins gesehen? Da. Die Dinger will ich haben. Eins minus eins minus eins plus drei? Okay, eins minus zwei plus zwei. 6 plus 4 minus 7 plus 4 minus 5 plus 8. Das ist dieselbe Matheaufgaben wie im ersten Teil. Hat das was zu bedeuten, dass die bzw. die Matheaufgaben hier genau die gleichen sind? So, hier. Hier ist der Parkplatz, glaube ich, von der Schule, oder? So, was ist das da? Darf ich hier hin? Das soll die Tankstelle sein. Der Wasserturm. It hasn't been too long since I last visited one of these. Not much to do here now. I should still look around a bit. You never know what you might find. Ja, so ein Wasserturm hatten wir im zweiten Teil besichtigt. Gibt es da eine Möglichkeit, irgendwie reinzukommen? Irgendwie? Ich glaube, das ist der einzige Eingang dahin. Ich guck mal hier oben. Aha. Hier ist ein Teufelchen. Aber mehr ist hier jetzt auch nicht. Schade eigentlich. Aber das soll die Tankstelle sein. Ich hatte jetzt irgendwie mehr erhofft. So, was haben wir hier? Das Haus der Freemans. House in New Orleans.
that they call the rising sun.